Servus! Ja, wir stehen hier oben auf dem Hohen Geif und das ist wirklich eine Zweierkletterei. Wir haben eine Variante gefunden mit einer Dreierkletterei, wie wir uns da neigeschissen haben, das sieht ihr in dem Video. Weil wir es einfach können. Bergstation. Und zwar geht man von da darüber, den Weg entlang und dann geht es da weiter. Und wer Bock hat, kann da oben noch auf die Berghütte Kreuzeck gehen und sich ein Frühstück reinhauen. Genau. Da hinter uns sieht man nochmal so einen Abzweiger, den ich jetzt gleich auf der Karte zeige. Genau. Und an diesem Abzweiger kann man einmal rechts rum raufgehen zum Langenfelder Kopf darauf. Oder man geht hier so, wie wir jetzt, links lang. Da kommen wir zur Hochalm auf. Kommt man auch irgendwie zu den schönen Gängen. Und das ist unser erstes Ziel, wo wir hinwollen. Wen haben wir vorhin am Parkplatz eigentlich getroffen? Ja, voll geil. Und Tobi von Alpinefex. Ja, genau, unten am Parkplatz und den Oliver vom Berg. Genau. Genau, die Grüße. Zwei. Genau. Ich glaube, wahrscheinlich wird es der Oliver anschauen. Die werden es beide nicht angucken, aber egal, aber die haben wir getroffen. Und haben ein bisschen geratscht mit denen. Oh, so. Eine Drehtür. Natürliche Auslese. Genau. Wenn du durchpasst. Wenn du durchpasst. Gar nichts zum Sorgen. Genau. So. Also hier ist die Hochalm. 1700 und kann ich einchecken. Genau. Oh, einchecken, wir müssen noch mal einchecken. Wenn es überhaupt geht ohne. Ne? Genau, und dann gehen wir jetzt hier einfach weiter. Wahrscheinlich links lang. Da vorne. Alles relativ easy. Und nach so einem wunderschönen, sausteilen T1 kommt man hier an der Bergwachthütte vorbei und geht hier so um die Ecke rum. Und dann sieht man vor sich schon den Bernhardinkopf mit dem Kreuz da oben drin. Und irgendwo da in der Nähe gehen die schönen Gänge rauf. Da watschen wir jetzt erstmal hin. Und ja, schnaufen wir vor uns. Mauerläufer. Na, machen wir jetzt nicht. Und zwar geht jetzt da der Weg rein. Und da oben sitzt man schon so ein bisschen so ein Set dann raufgehen. Das sind die schönen Gänge. Oder wir machen einen Mauerläufer. Free Solo. Ne, nicht ganz, aber free ohne Kletterstöcke. Also wenn wir das schaffen, dann holla die Walze. Nee, wir gehen die schönen Gänge hoch. We'll be right back.
hinter uns haben wir die schönen Gänge verlassen. Und jetzt sind wir auf dem Weg zum Bernhardinkopf rauf. Den nehmen wir schnell mit. Und da drüben sieht man schon den Hohen Geif. Da sehen wir schon 2-4 Leute raufhatschen. Und ja, so ein bisschen Gipfelkreuz noch mitnehmen. Und dann Riegel essen. Und dann geht's rüber. Oder steht da schon oben der Adrian? Hinterm Sebastian seht ihr den Ausstieg vom Mauerläufer und da ist Gipfelkreuz vom Bernhardinkopf. Und da geht's um. Was machen denn eigentlich die Wolken da? Schon, was machen denn die Wolken da? So, ja, das ist eine Gipfelfaust, gell? Eine Gipfelfaust? Ja, so schaut's aus. Gell, ein Gipfel, da muss das werden. Schon. Ein wunderschöner Gipfel. Und zwar der Bernhardinkopf. Von da drüben kommen wir und jetzt drehen wir uns um. Gehen wir jetzt da geradeaus, schön an dem See vorbei da. Oder an dem ja, See. So, Adrian, Schoderparty! Ja, da drüben ist der Einstieg. Also da drüben ist der Einstieg. Wurscht, wir schodern jetzt darauf. Ich glaube, da drüben ist es nicht viel besser. Oder wir schodern halt dann über den grünen Hügel drüber. So, also ein Stück haben wir ja schon geschafft. Ätzendes Schoder. Und weiter ätzend schon darauf. Wir wissen jetzt auch nicht genau, was besser ist, da über die Steine da drüben rauf zu gehen. Oder jetzt hier auf dem Schoder. Aber im Endeffekt müssen wir eh die Rinne rauf. Und hilft nichts, genau, so schaut's aus. Das ist das Grieska. Rechts ist die Alpspitze. Ja, total verpeilt. Und jetzt geht es hier rauf durch die Scharte. Ah, da ist oben noch mal ein Seil. Das sieht man gleich. Und der Bohrhaken. Ein Schoderohrenser. Weiter auf, wenn da oben beginnt dann schätzungsweise die Bratkletterei. Denke ich mal, oder halt die Kletterei. Es gibt die Kerze, es ist eigentlich nur weit weg. Ja. Und genau, bis hierher waren wir jetzt 2 Stunden unterwegs, haben knappe 630 Höhenmeter gemacht. Correcto steht sie immer unten drin. Jetzt haben wir hier wieder so leichten Schoderaufstieg gehabt. Und jetzt geht es dann über diesen Grashang hinter uns. Hier rauf und dann da vorne rein in die Kletterei. Was, wir kriegen Gegenverkehr. Wir sind schon am Grat. Da kann man gut ins das Rheintal, ist das, oder? Ja. Ja. Und der ist da durch den Riss. Ich glaube halt auch, dass das dann halt da oben schon gewesen ist. Ja, klar. Ja. Ja. Jetzt schauen wir uns jetzt mal an. Was? Das ist hier gut.
Eine schöne Rinne. Jetzt? Es geht schon, bloß nicht mehr so schnell. Solange es geht, würde ich sagen, das ist bekannt. Ja. Bergsport kann tödlich sein, jeder handelt auf seine Verantwortung. Dargestellte Szenen und Gegebenheiten entsprechen nicht immer der Lehrmeinung. Ja, genau. Ja. Kann man da nicht rauf? Da? Ja. Nee, nee, dann lass es. Ob es nicht unnötig schwer macht, wenn man da vorne unten total easy auf den Grad. Ja, glaube ich auch. Aber ich weiß nicht, wie ich jetzt umdrehen soll. Achso, gar nicht, wenn man da umdreht. Ja, ich weiß nicht, wie ich jetzt hier mit dem Ding umdrehen soll. Ist das mir zu schmal zum Umdrehen? Ja, nö. Oder kann ich umdrehen? Du musst halt bloß mit der einen Hand, wo du dich jetzt da festhältst, einmal an die Seite greifen. So. Kann man das auch rückwärts machen? Aber du kannst mich ja ungefähr leiten, oder? Ja. Ah, jetzt kommt die Scheißstelle. Ganz ein bisschen.
bisschen überfordert. So, jetzt habe ich einen guten Stand. Ja. Ist gut? Ah. Okay. Ja, genau. Danke schön. Meinst du, wir müssen hier noch mal runter? Schaut's denn da oben auf dem Grat aus? So, wie bist denn du da rüber gekommen? Okay. Wie bist denn du da rüber gekommen? Hast du dich hier irgendwo festgehalten? Ja. Oh. Ja, viel entspannter. Leck mich am Arsch. Das war gerade nicht so cool. Nee. Hier geht es einen fetten Grat hoch. Wir sind gerade ganz falsch gestiegen, wie ihr es im Video gesehen habt. Wir sind Richtung Rheintal da irgendwie runter an der Seite vorbeigegangen. Das war komplett falsch, weil wir jemanden nachgestiegen sind. Wenn du den Weg hier rauf siehst, ungefähr, das ist ein fetter, breiter Grat, wo man gut gestuft raufgehen kann, wie jetzt auch der Adiren hochgegangen ist. Das ist viel angenehmer zum Gehen. Und es ist nicht so grantig wie da unten. Da sind zwar Bohrhaken drin und solchen ganzen Schmarrn. Genau, da ist es nämlich auch mehr abgespeckt. So, und da haben wir nämlich hier eine viel entspanntere Zweierkletterei. Das andere, was wir da unten drin haben, war schon ein Dreier. Das war nicht mehr lustig. So, Sebastian im Aufstieg, macht das super. Also zwischendurch sieht man immer mal wieder so Plätze wie hier. Kann man sich mal kurz drinstellen und durchschnaufen. Da ist es nicht so exponiert und absturzgefährdet. Und dann geht die ganze Gaudi wieder los. Da sind Schritte drin hier.
Kuppel. Aber da unten sind auch Spuren. Ja. Entspannter, oder? Spannend hier. Dass man den Arsch halt nicht so weit rausspringt. Arsch immer am Felsrand. Boah, mein Knie ist auf. Willkommen im Club, gell? Ja. Da hängt der Stein noch drin. Das ist eh wurscht. Das trocknet fest. Jawohl! Sehr gut! Sehr super! Gut. Mach's oh. Rein! Sau geil! Geschafft, ey! Boah, geil! Leider geil! Meine bis jetzt grantigste Tour überhaupt. Boah, reicht jetzt auch. Dienstag um 19.30 Uhr gibt es den Stammtisch von Alpenschickeria und Alpen Summits. Wir zeigen auf YouTube in einer Live-Premiere mit Chat unsere neuesten Touren. Ich sage danke für eure Treue und die Gaudi, welche wir jede Woche im Chat haben. Diesmal nehmen wir den Rückweg mit auf. Natürlich so eine Gradüberschreitung oder Gradabstieg auf dem Rückweg wieder ganz anders ausschaut. Habe ich gerade gelernt vom Adrian. Und das ist ja auch in der Tat so. Und darum werden wir hier auch wieder ein paar Stücke aufnehmen. Thank you.
Ja, da habe ich, das sehe ich. Das sehe ich auch. Der hat einen Grip wie eine Sau. Ja, das Ding ist, dass da halt nicht viel Schotter drin liegt. So jetzt. Da ging es jetzt ein bisschen eng am Fels vorbei. Die sind fest, gell? Weißt, ich hab halt lange Haxen, gell? Meinst du jetzt weiter rechts, oder? Ja, der ist noch besser. Thank you.
Also wenn man hier nochmal zurückblickt, so, ich markiere das jetzt mit Pfeilen, das ist der Weg rauf und nicht hier links lang gehen, auf gar keinen Fall. Das schaut so aus, als könnte man da lang. Hup, am letzten Weg, Obi. Dann sieht man eigentlich schon, wo man lang muss. Das sage ich dir morgen, ob es süchtig macht. Ja, ja. Aber das war jetzt schon eine krasse Tour. So, jetzt sind wir hier wieder unten, gehen hier an den Rindviech hinterher, also das da vorne, den Rindviechern folgen, an dem See vorbei und dann eine gemütliche Wanderung zurück. So, jetzt gehen wir hier wieder runter. Das ist eigentlich, mein Gott, das ist halt ein Weg runter. So, hier ein bisschen Schotter, ein paar Steine, jetzt kommen Latschen. Jetzt müssen wir da Obi. Jetzt haben wir auf die Uhr nochmal geschaut. Kommt später nochmal ein Gegenanstieg, weil wir ja dann zur Bahn wieder rauf müssen. Und ja, ansonsten gibt es hier tolle Schilder, natürlich auf Touren mit Skischuh und Schneeschuh. Mama. Genau. Der Adrian überlegt sich das gleich im Winter auch nochmal zu machen. So, lala. Hier ist eine süße kleine Hütte und ein Schild. Kreuzeck 45 Minuten. Das bezweifle ich jetzt mal. Zauber heißt es. Wir sind wieder am Auto. Vorweg, reine Gehzeit. 5 Stunden und 10 Minuten oder sowas. Boah. So, amtliche Tour, muss man sagen. Der Grat hat es in sich gehabt. War anspruchsvoll. Ja, aber hallo. Wir hatten ja eine Stelle drin, die man gesehen hat, wo wir uns ein bisschen vertan haben. Verfranst. Verfranst haben wir uns. Aber sauber. Und ich hatte ordentlich einen Stift in der Hose gehabt. Aber wir haben es ja gut wieder hinbekommen. Und mein Learning daraus ist, nicht genau den Weg immer nachgehen, was alle anderen vorgehen. Sollen wir selber vielleicht einen Weg suchen. Und ansonsten war das eine super, super schöne Gratwanderung. Weiß halt auch, aber man muss wirklich absolut dazu sagen, es ist wirklich, es geht runter. Und da spielt der Kopf mit. Weil da gibt es eine richtige Gaudi dann, wenn es da oben geht. Und da spielt dein Hirn einfach so irgendwie mit. Und das musst du noch berechnen. Ansonsten Zweierkletterer, wenn du die kannst, ja. Wenn du aussetzt kannst, dann ja. Wenn du es nicht kannst, wünsche ich dir richtig viel Spaß. Ja, da sollte man vielleicht nicht hingehen. Aber das sieht man ja eh. Also der Einstieg ist ja, wenn man sauber grantig und ja, passt. Also bei so einer Tour geht es halt immer, muss jeder selber wissen, was er kann und was er sich zutraut, muss er sich anschauen und ja, technisch okay, aber halt brutal aus. Das ist schon was für den Kopf. Genau. Ja, ja. Also ich muss also dazu sagen, ich war noch nie ausgesetzt in der Form unterwegs. Und ich bin jetzt auch ganz froh gewesen, dass der Adrian mit dabei war, weil er, wie auch im Video, mich ein bisschen geleitet hat dann beim rückwärts runtergehen. Und das war dann schon entspannter. Entspannter. Aber entspannter mit Anführungsstrichen. Genau, ja, eigentlich wollte man Kaffee trinken, haben uns dann entschieden, bei 32 Grad trinkt man keinen Kaffee, nee, nicht. Deswegen backen wir es jetzt warm. Genau, ja. Dann haben wir wieder das übliche Thema. Habt ihr den Kanal nicht abonniert, dann hat euch das Video gefallen, freuen wir uns beide. Aber dann geht's weiter mit den Videos. Kommentare freuen wir uns noch mehr. Immer mehr. Immer Daumen freuen wir uns mehr, Teilen freuen wir uns mehr. Noch besser. Ist alles gut. Genau. Am besten abonnieren und kommentieren. Genau. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, oder? Auf geht's. Nächste Mal. Freuen wir uns schon drauf. Genau. Servus. Servus.